Das Beste aus Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle und Johannes Scherer. Ziemlich entspannt heute im Vergleich zu dem, was da von Samstag auf Sonntagnacht los war, ne? Hat's bei Ihnen auch so krass gedonnert und geknallt? Also irgendwie, ich habe zwischendurch gedacht, oh, es ist irgendwas explodiert. Und auch die Kollegen heute reden alle über diese Blitze und das Gewitter, was da los war. Also wohl dem, der einen festen Schlaf hatte, Martin Wettergut. Wie hast du geschlafen? Du, ich muss gestehen, sehr ruhig, weil ich lebe ja in Rheinland-Pfalz und da war überhaupt nichts in der Nacht zum Sonntag. Und die heftigsten Gewitter waren eben bei dir zum Beispiel rund um Frankfurt. Ja, aber ich habe gedacht, das Gewitter ist direkt über mir, ne? Und dann gibt es doch diese Faustregel, wenn es blitzt, dann zählt man die Sekunden, bis der Donner kommt und pro Sekunde ist es dann 1 Kilometer weit weg. Jetzt sagst du aber, dass das gar nicht stimmt. Nein, pro Sekunde sind es 300 Meter. Das heißt, du musst alles, was du zählst, durch 3 teilen und dann kommst du auf die Entfernung. Also zählst du zum Beispiel bis 3, dann ist der Kilometer, also 3 durch 3 sind 1, dann ist der Blitz also 1 Kilometer entfernt. Also immer das, was du zählst, durch 3 teilen. Aha. Aber so oder so war es ja dann fast über mir, oder? Wenn es nicht mal 1 Sekunde gedauert hat. Dann ist es ganz nah. Ja. FFH, das Sommerwetter. Das Ganze wird heute sommerlich gemischt. Also noch ist es trocken, Temperaturen so 17 bis 11 Grad. Aber das macht sich im Laufe des Tages so, dass die Wolken aufziehen. Und zwar vor allen Dingen bei Ihnen in Süd- und in Mittelhessen. Da fängt es ein bisschen an zu regnen. Und deswegen wird es heute dort nicht allzu warm. 17 bis 21 Grad sind zum Beispiel rund um Frankfurt oder Gießen heute nur Standard. Ein bisschen wärmer und sonniger wird es in Nordhessen. Dort gibt es bis zu 23 Grad. Dort halten sich die Regenwolken zurück. Also heute ein wechselhafter Tag mit ein bisschen Regen. Im Norden etwas Sonne und in den nächsten Tagen wird es deutlich wärmer. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Hessen. Heute ist ja für viele Azubinen und Azubis der erste Tag, ne? Montag, 3.8. Wir wünschen euch einen guten Start in eure neue Ausbildung. Sind aber auch noch einige Plätze frei, ne? Zum Beispiel in Philippis Backstube in Nidderau-Windecken. Von dort meldet sich Kollege und Neubäcker-Azubi, also zumindest für einen Morgen, Johannes Scherer. Lieber Johannes, wie läuft's denn? Bist du schon von oben bis unten voll mit Mehl? Das wäre jetzt überhaupt nicht das Problem, ob ich voll Mehl bin oder nicht, weil bei meinem weißen Tang sieht man das eh nicht. Ja, quasi stimmt. Mein Chef ist vornehm. Mein Chef ist sehr viel brauner als ich und das als Bäckermeister, Thorsten Philippi. Gute Morgen, was haben wir denn als ersten Job für mich? Moin. Wir fangen an mit dem süßen Hefeteig und machen davon Einschulungsbrezel. Oh. Ein Einschulungsbrezel passt ja auch so ein bisschen für den Start ins Ausbildungsjahr. Ich bleibe ja nur heute Morgen. Ihr kriegt aber, glaube ich, nachher noch 1 oder 2 Konditoren Auszubildende. Genau, zum 1.8. haben bei uns 2 Konditor-Azubinen angefangen. Einen haben wir ja schon und jetzt sind wir auf der Suche nach Bäcker und Verkäuferin-Azubis. Also Bäcker kann man noch werden hier und Verkäufer, Verkäuferin. Was machen wir jetzt? Eine Einschulungsbrezel. Genau, eine große Einschulungsbrezel und dann nochmal paar kleine. Sehr gut. Vor uns liegen 3 große Klumpen. Was ist das, Hefeteig? Das ist Hefeteig. Du musst das jetzt hier rundstoßen. Also das zeige ich dir jetzt gleich, wie das geht, mit dem Rundstoßen, damit es erstmal so einen runden Ballen gibt. Und dann lassen wir das kurz liegen und dann formen wir die Brezel. Sehr gut. Temperatur in der Backstube übrigens sehr angenehm. Mhm. Wir haben gerade mal gemessen, es sind 24 Grad, aber ich glaube, das war nicht die ganze Nacht so. Du schwitzt nämlich schon ganz schön. Das ist Angstschweiß. Nee, das ist, also nachts sind wir hier, jetzt haben wir den großen Ofen, den haben wir nicht voll an jetzt. Wenn der dadurch voll an ist und wir Kuchen backen, dann wird es noch ein bisschen wärmer hier. Ja. Wann fängt man an als Bäcker? Das ist die große Preisfrage immer. Also das geht von, also als Azubi fängt man eigentlich um 3 Uhr nachts an und freitags und samstags ein bisschen früher. Gewöhnt man sich dran? Da kann man sich dran gewöhnen, ja. Dafür hat man auch früh Feierabend. Ich gewöhne mich an 4 Uhr ja schon nicht. So, also gehen wir mal an den Teig. Ich sag's dir ja, beschweren wir uns noch einmal, dass wir früh aufstehen müssen, wirklich. Großen Respekt an alle Bäckerinnen und Bäcker bei uns im Land, die dafür sorgen, dass wir beim Frühstück frische Ware auf dem Tisch haben, das gute alte Bäckerhandwerk. Thorsten Philippi ist einer der Bäckermeister bei uns in Hessen in Windecken. Wir sind schon fertig mit den Brezeln, die du erwähnt hast. Jetzt ist gerade ganz bappige Angelegenheit, nämlich wir machen Zwetschgen-Dacci. Oh mein Gott, wie gut. Ja.
Warum, Thorsten, ist ein Bäckerberuf trotz des frühen Aufstehens? Wann stehst du auf? Also bei mir wechselt es immer, aber normal, wie gesagt, um 0 Uhr geht's los für die Ersten. Oh. Warum ist es trotzdem der schönste Beruf der Welt, immer noch? Na gut, es ist halt ein handwerklicher Beruf, man macht was mit seinen Händen, man macht Menschen glücklich, ne? Weil jeder, der ein Stück Kuchen essen darf oder ein Stückchen, der ist glücklich. Und es ist, also ich würde mal sagen, was ist heute noch krisensicher, aber ich sag mal, gegessen wird immer, ja. Und es macht einfach Spaß. Also es ist einfach, man arbeitet mit Lebensmitteln, man macht tolle Sachen aus einfachen Rohstoffen, Mehl, Wasser, Salz, wird Brot gemacht oder sowas, Sauerteig. Also wenn ich einen Ofen Brot auspacke, geht mir das Herz auf. Ja. Und ich weiß, du kannst an jeder Tankstelle inzwischen Brötchen und Zeug kaufen, aber nirgendwo schmeckt so gut wie halt vom echten Bäcker. Genau. Das ist gut, wenn viele Leute so denken wie du. Aber sag mal, ja. Zu den harten Fakten, gell? Wie viel verdient man? Wie lange geht so eine Ausbildung? Hast du das schon rausgefunden? Ausbildungsvergütung heißt es ja dann, glaube ich, es liegt so bei 400-500 Ebbes, hast du, glaube ich, gemeint? Ja, das fängt so mit 600 Euro an und steigert sich bis 900 Euro im dritten Lehrjahr. Genau. Und wenn man dann ausgelernt ist, also was verdient ein Bäckergeselle? Also ein normaler Bäckergeselle fängt so mit einem Stundenlohn von 11, 12 Euro an. Dann gibt es halt Nachtzuschlag für uns. Das ist ja ganz gut. Der ist steuerfrei. Das macht so 300-400 Euro netto im Monat schon mal aus. Also da geht man schon mal mit 1400-1500 Euro im Monat heim. Und als Bäckermeister kommt es halt immer darauf an, was man für Aufgaben dann wahrnimmt. Wenn ich jetzt verantwortlicher Schichtleiter bin oder so, dann kann es schon mal auf brutto 3.000, 4.000 Euro im Monat gehen. Ja. Ich überlege mir, ob ich überhaupt wieder ins Radiogeschäft zurückkehre. Würdest du mich übernehmen? Ja, wir warten. Also im Moment steht es ganz gut. Wir müssen noch ein paar Sachen probieren. Aber ich meine es vor allem deshalb, weil wir hier alle auf die leckeren Teilchen und so warten, die Stückchen alles. Also Sie sehen bei uns in Web und App, auch in unserer Instagram-Story, was Johannes da gerade gezaubert hat. Und wir schalten natürlich in einer Stunde wieder rüber in die Backstube. Allen Azubis heute einen guten Start ins Ausbildungsjahr. Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Boah, Stefan, diese Fruchtfliegen machen mich noch wahnsinnig. Sei doch froh, dass es noch Lebewesen gibt, die bei deinem Essensangebot ins Schwärmen geraten. Stefan, deine Sprüche kannst du heute ausnahmsweise mal stecken lassen. Wieso? Sonst krieg ich auch noch die Motten. Ne. Einmal die Vier und eine Fliegenleimfalle. Noch einer, mit dem nicht gut Kirschen essen ist. Was? Auch nichts. Momentchen mal bitte. Stefan, einen Plagegeist habe ich erwischt. Das weiß jeder. Was? Dass du einen an der Klatsche hast. Also die Biomasse der Fluginsekten ist in Deutschland seit 1989 mancherorts um bis zu 80% zurückgegangen. Upsi. Das mit den Fruchtfliegen ist so abscheulich wie mit deinen Preisen. Hä? Du schlägst gerne drauf. Nach 329 Euro sammeln Sie billigerfliegen.de Punkte. Haben Sie eine 1-2 Flycard oder sind Sie im Tom Cruise und John Travolta Club? Was haben die denn mit Fruchtfliegen zu tun? Die sind doch auch Insekten. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. So redet man übrigens in Mexiko über unsere Urlaubsbringerparty am Freitag in Einhausen. Klingt nach Spaß, oder? War es auch tatsächlich. Wir waren an der Bergstraße bei Heike Häbe, haben Mexiko im Vorgarten nachgebaut, also schön mit Sandstrand, mit Liegestühlen. Wir hatten so eine riesige Fiesta Mexicana-Flagge, wir hatten Sombreros alle auf. Also schöne, ausgelassene Stimmung. Und mittendrin unser Aushilfsmexikaner FFH-Reporter Benjamin May, der hat die Mexiko-Fans Heike und ihren Mann Harald gefragt, wie nah wir denn jetzt letztendlich an der Realität dran waren mit unserem Urlaubstag in Einhausen. Ah, fast genauso toll wie im richtigen Mexiko. Also man könnte es hier nicht ein falsches Mexiko nennen. Das ist genauso richtig wie im richtigen Mexiko. Fantastisch. Und Harald, es gab gutes Essen. Wir haben die Cocktails, wir haben den Sandstrand. Oh. Herrlich, herrlich, ja. War ein guter Griller, der das super gegrillt hat, das Fleisch und super Salate und ja, passt wirklich. Und ein bisschen tanzen müssen wir jetzt natürlich auch noch, wenn wir schon den Musiker hier haben, oder, mit der Gitarre. Auf geht's. Dalla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría cosa buena. Dalla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
Dalla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría goza buena. Dalla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Schön, oder? So, Musik dabei und Heike hat natürlich auch die Deko so rundherum gut gefallen, ne? Und dann kam sie so nach dem einen oder anderen Tequila auf folgende Idee. Könnt ihr gerade heute Abend stehen lassen. Also ich glaube, wir füllen die Aufbauer so ab, dass sie das heute Abend vergessen abzubauen. Ja. Stehen gelassen haben wir tatsächlich auch den XXL-Grill, den Gasgrill, den darf Heike behalten. Sie werfen vielleicht mal einen Blick in Web und App bei uns auf den Mexiko-Garten. Gibt auch ein cooles Video und sehr, sehr lustige Fotos. Und vielleicht feiern wir jetzt am Freitag ja dann mit Ihnen. Hol dir den Urlaub nach Hause. Jetzt mitmachen bei FFH im Web und in der App. Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer.